Heute lösen wir das Geheimnis um den kleinen Geist in Roblox Brookhaven. Wer ist sie überhaupt und vor allem, warum ist sie eigentlich zu einem Geist geworden? Und die Geschichte ist wirklich echt verblüffend. Let's go! Okay, Leute, ich bin bereit. Auf jeden Fall, Höhlenforscher City weiß ganz genau, was er tut. Manchmal, oft, also eigentlich nie. Aber egal, Leute, wir haben, ich habe letztens diese komische Höhle gefunden und ich wollte auf jeden Fall mal rauskriegen, ob ich irgendwie diesen Felsen wegspringen kann, um herauszufinden, was dahinter ist. Und dafür brauche ich erstmal dieses C4, Leute, um mal zu schauen, was passiert. Moment mal, warum bewegt sich der Stein einfach so weg? Okay, Leute, okay. Was um alles in der Welt ist eigentlich hier los? Alter, da sitzt ein Typ und ein lebendiger Typ. Ah, die Einsamkeit. Es ist so einsam hier. Ha! Hi, was geht ab? Ich bin Sandy und ich bin gekommen, um mit dir zu kommunizieren. Verstehst du? Es macht nicht wirklich Sinn, komplexe Wörter zu benutzen und dann trotzdem langsam dabei zu sprechen. Aber wo kommst du denn her? Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen lebendigen Menschen mehr gesehen, außer Jeff. Außer Jeff? Es gibt noch eine lebendige Person hier? Natürlich, guck, da sitzt er doch. Ah! Jeff, du bist ja ein Skelett. Und das fällt dir jetzt erst auf? Ach, war nur Spaß. Ich mach mich nur lustig über ihn. Aber er sieht schon ziemlich mitgenommen aus, seitdem er so abgemagert ist. Hey, ich will sofort einen Daumen nach oben oder ein Abo auf den Kanal zu essen bekommen. Sofort. Genau. Okay, gut. Zurück zum Punkt. Was um alles in der Welt macht ihr hier drin? Nun, ich weiß nicht. Es ist so schwierig, mich dran zu erinnern. Kannst du dich noch erinnern, Jeff? Was? Nein. Es ist schon viel zu lange her. Also, wie er gerade gesagt hatte, es ist schon viel zu lange her. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, ich habe eine Tochter. Du hast eine Tochter, okay. Aber wenn du eine Tochter hast, warum um alles in der Welt lebst du dann einfach so in einer Höhle? Und das in einer ganz schön krassen Bruchbude, ehrlich gesagt. Während... Ah! Heiß! Heiß! Hey, verschwende nicht das ganze Feuer! Das brauchen wir doch, um was zu sehen. Okay, ist ja schon gut. Komm mit auf jeden Fall, Mann. Hier, lass uns hier besser rausgehen. Diese Höhle ist ganz schön gruselig. Oh Gott, sag mal, wieso bist du nicht einfach hier rausgegangen? Hä? Moment mal, dieser Felsen öffnet sich, wenn man nah genug an den dran steht? Offensichtlich, ja. Verflucht, wieso hat mir das denn keiner vor 20 Jahren gesagt? Oh Mann, jetzt habe ich umsonst so viel Zeit in einer Höhle verbracht. Na gut, ist egal. Lass uns nach meiner Tochter gucken. Oh Mann, okay, gut, wir gucken mal nach deiner Tochter. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was genau dieser Typ gerade von mir will, Leute. Und vor allem, warum er seinen besten Freund Jeff zurückgelassen hat. Aber ja, ich gebe ihm schon ganz schön recht. Ich weiß nicht, ob der in der Verfassung ist, gerade zu laufen. Okay, pass auf, deine Tochter, wo genau wohnt denn deine Tochter? Meine Tochter wohnt in der Innenstadt von Brookhaven. Wie weit müssen wir denn noch bis nach Brookhaven laufen? Laufen? Wir werden doch nicht laufen. Wir werden etwas viel Cooleres machen. Und zwar Autofahren. Oh ja. Hast du überhaupt schon mal ein Auto gesehen? Jungchen, ich war 20 Jahre in einer Höhle. Vor 20 Jahren gab es auch schon Autos. Oh, okay. Ja, du hast recht. Na gut, dann komm mit, steig ein. Auf geht's in die Innenstadt von Brookhaven. Let's go. Oh Mann, das macht wirklich ganz schön Spaß, hier mit dem Dings rumzufahren. Du musst mir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer sagen, wo wir hier lang gehen. Warte mal, was zur Hölle? Die Dinger können mittlerweile ohne Pferde fahren? Ich dachte, du kennst Autos. Naja, also grundsätzlich schon, aber ist auch egal. Ja, genau, hier abbiegen und dann müssten wir da sein. Ah, okay. Du meinst denn dieses Grundstück hier? Warte mal ganz kurz, dieses Haus sieht aber nicht so aus, als wäre das schon lange dort. Was meinst du? Was ist denn hier passiert? Also, damals sah das alles hier ganz schön anders aus. Naja, es sind 20 Jahre vergangen. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass irgendwas passiert ist mit der Person, die hier gelebt hat mal. Weil ich meine, wenn deine Tochter... Vielleicht ist sie umgezogen oder sowas in die Richtung. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, wem gehört dieses Haus überhaupt. Okay, warte mal ganz kurz. Wow, okay, auf jeden Fall wird hier, glaube ich, ein neues Haus gerade gebaut. Das ist nicht euer altes Haus, oder? Nein, tatsächlich nicht. Das ist nicht unser altes Haus. Ha, irgendwie aber seltsam. Warte mal, wie könnten wir nur herausfinden, wo deine Tochter jetzt genau wohnt? Ich meine, ich weiß auch gar nicht, warum ich dir überhaupt helfe. Ich meine, ich kenne dich doch überhaupt nicht. Du bist einfach ein Typ, den ich random in der Höhle gefunden habe. Das ist richtig, aber du hilfst mir, weil ich ein Abo auf deinem Kanal da gelassen habe. Oh, das ist super nett von dir. Warte mal, gab es vor 20 Jahren überhaupt schon YouTube? Was ist YouTube? Okay, dankeschön. Gut, ist auf jeden Fall auch egal. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob wir hier irgendwie weiterkommen würden. Das Haus ist komplett neu und hier wird noch gebaut. Naja, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Vielleicht sollten wir irgendwo in Brookhaven fragen oder sowas in die Richtung. Wow, hey, warte mal, wer bist du denn? Oh, Hallöchen. Wollt ihr das Haus kaufen? Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Bitte sag ja? Ja!
Nein, ich habe nur kurz wiederholt, was du die ganze Zeit geflüstert hast. Oh, Mist. Habe ich das laut gesagt? Ich werde immer so nervös, wenn es um dieses Haus geht. Du wirst nervös, wenn es um dieses Haus geht? Hey, warte mal. Verkaufst du dieses Haus gerade? Hast du das gebaut? Ja, ich habe das gebaut. Wollt ihr es kaufen? Es ist doch 100% nicht verflucht. Moment mal. Was? 100% nicht verflucht? Sag mal, was ist eigentlich bei dir gerade los? Ein alter Mann genießt die Sonne, indem er sich auf den Boden legt. Ist das so ungewöhnlich? Bist du nicht zufälligerweise ebenfalls vom Hausdach gesprungen und liegst jetzt hier einfach, weil du dir wehgetan hast? Nein. Okay, gut zu wissen. Okay, pass mal auf. Warte mal. Du kannst uns vielleicht irgendwelche Informationen geben. Weißt du denn, wer hier vorher gewohnt hat? Beziehungsweise, wie heißt deine Tochter denn eigentlich? Meine Tochter heißt Elisabeth. Genau, hat hier vielleicht mal jemand gewohnt, der Elisabeth hieß? Ihr dürft diesen Namen niemals laut aussprechen, nicht in der Nähe dieses nicht verfluchten Hauses. Das nicht verfluchte Haus? Aber ich verstehe nicht so richtig. Was genau ist denn an diesem Haus verflucht? Elisabeth, was wollt ihr von ihr? Ihr verschollener Vater würde gerne mal mit ihr reden, weil, warum hast du so viel Angst vor? Ihr Vater? Oh Gott, steckt etwa auch mit ihrem Hunde? Oh nein, Elisabeth ist nicht mehr da. Elisabeth war nicht mehr unter uns. Rede niemals wieder über sie. Was um alles in der Welt? Warte mal, hat sie gerade gesagt, Elisabeth war nicht mehr unter uns? Bedeutet das etwa sie? Sag mal, wie alt war deine Tochter? Nun, als ich sie verlassen habe, war sie in etwa 3 Jahre alt. Das heißt, sie müsste mittlerweile 23 sein. Okay, aber wenn sie sagte, dass sie... Oh Gott, weißt du was? Ich glaube, wir sollten an einem anderen Ort vorbeischauen, außer diesem hier. Und zwar auf dem Friedhof. Oh Mann, oh Gott, es tut mir auf jeden Fall leid. Oh nein, mein kleines Mädchen. Ich hoffe, es ist nicht passiert. Es muss ja alles nicht der Fall sein in dem Sinne. Es kann ja alles irgendwie so nur ein Zufall sein und vielleicht ist diese Verkäuferin auch einfach ein bisschen dumm. Wir werden aber mal nachgucken und uns selbst davon vergewissern, okay? Ich verspreche dir das auf jeden Fall. Oh Mann, der arme Mann, tut mir leid. Er hat sein ganzes Leben in dieser komischen kleinen Höhle verbracht, aber wie zum Teufel ist er überhaupt da reingekommen? Und vor allem, warum kann er sich nicht mehr daran erinnern? Aber egal, na gut. Wir werden auf jeden Fall mal schauen, ob wir irgendwas herausfinden auf dem Friedhof. Okay, wir sind auf jeden Fall da an der Cemetery. Let's go! Ich bin vielleicht ein bisschen zu fröhlich für das Thema gerade. Okay, gut. Also pass auf. Wenn hier niemand namens Elisabeth ist, dann sollten wir auf jeden Fall uns keine Sorgen machen. Guck, wir gehen das alles bei der Reihe durch. Alima Rotten auf jeden Fall. Nein, das ist nicht deine Tochter. Das ist auch nicht deine Tochter. Das bist du. Okay, das ist die weiße Eule. Okay, ich weiß auch nicht, wer das sein soll, wer sich so komisch nennt, aber egal. Und Elisabeth Skull. Das ist ja kein Problem, denn das... Moment mal. Warte mal, Elisabeth Skull, hieß sie so? Oh nein. Also eigentlich hieß sie damals nicht Elisabeth Skull, aber oh, das muss sie sein. Oh Mann, das tut mir leid, aber Mann, das verstehe ich jetzt gar nicht. Aber Mann, die muss dann aber richtig jung gewesen sein, wenn sie... Okay, man kann den Sarg auch irgendwie anklicken oder so. Ich mach das einfach mal. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich irgendwie viel bringt. Oh Mann, es tut mir auf jeden Fall echt leid. Oh nein, mein armes Mädchen. Oh Mann, tut mir auf jeden Fall leid, aber ich weiß auch nicht unbedingt, was wir jetzt tun sollten. Es ist ein... Hey, warte mal! Huch, ihr habt mich nicht gesehen. Was weißt du denn, was wir nicht wissen? Ich möchte mich eigentlich so fern wie möglich davon halten, aber ich erzähle euch auf jeden Fall die Geschichte vom verfluchten Haus. Wir haben damals das Haus gekauft und abgerissen und wollten ein neues darauf bauen. Und dann wurden wir von einem Geist vertrieben. Und seitdem spukt es in diesem Haus und wir haben es nie fertiggestellt. Jede Nacht kommt eine gruselige Frau und spukt herum. Warte mal, also ist Elisabeth ein Geist? Ich habe schon zu viel gesagt, aber wenn ihr es euch mal selber angucken wollt, kann ich euch daran nicht aufhalten. Tschüss! Ganz schön seltsam. Okay, warte mal. Elisabeth Skull. Skull, huh? Irgendwie sagt mir das was. Ich weiß auch nicht genau was. Okay, gut, komm mit, Opa. Wenn deine Tochter wirklich ein Geist ist, dann können wir ja vielleicht rausfinden, ob wir sie irgendwo finden. Komm mit, wir warten einfach bis heute Nacht und dann finden wir schon raus, ob die irgendwie noch uns irgendwas sagen kann oder so. Oder zumindest erklären kann, was passiert ist. Und das würdest du für einen alten Mann wie mich tun? Du bist so ein netter Mensch. Kein Problem, wir werden Elisabeth Skull finden. Skull, woher kenne ich diesen Namen? Ausgezeichnet, endlich.
endlich werde ich sie bald wiedersehen. Ich sollte mal was gegen meinen chronischen Husten machen. Vielleicht Pfefferminzbonbons oder Kamillentee. Oh Mann. Oh Gott. Oh, wir hätten beinahe verschlafen. Es ist schon Nacht. Warte mal, es ist schon Nacht. Es ist schon Nacht. Es ist schon Nacht. Alter Opa, es ist schon Nacht. Es ist schon Nacht. Ja, ich hab's schon verstanden. Oh, du brauchst deswegen aber nicht auf mich drauftreten. Doch, natürlich muss ich das. Es geht um deine Tochter. Let's go. Komm, das Haus ist ein anderes Haus als davor. Warte mal, was? Moment mal. War hier nicht heute Morgen noch die Baustelle? Ja, du hast tatsächlich recht. Das Haus scheint sich verändert zu haben. Okay, mittlerweile glaube ich vielleicht doch ein bisschen an übernatürliche Dinge, aber nur so ein ganz bisschen. Okay. Ganz ruhig. Hast du eine Taschenlampe? Natürlich habe ich eine Taschenlampe. Was ist deine Taschenlampe? Nimm einfach das Ding. So, okay, gut, alles klar. Ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall mal jetzt rein. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal gucken, ob es hier drin spukt. Okay. Mann, sag mal, ist das doch das Haus, was sie damals hatte? Ah, was? Was um alles in der Welt? Hast du... Siehst du das gerade auch? Nein, ich hab's nicht gesehen. Ich bin kurz davor gestolpert. Ist irgendwas gewesen? Aber was gewesen ist? Hier war irgendwo ein Geist. Oh Mann. Okay. Hey! Elisabeth, heißt du? Was? Oh Gott, sie ist verschwunden. Okay, warte mal. Elisabeth, dein Vater ist hier. Ja, ganz genau. Papa ist hier. Und er hat hier Pizza mitgebracht. Ganz genau. Was? Das habe ich doch überhaupt nicht. Völlig unwichtig, Mann. Oh Gott, Alter, spiel einfach mit. Okay, ich weiß ganz genau, wie Geister ticken. Ich war mal eine Zeit lang Geisterjäger. Ich meine natürlich Geisterheiner. Ganz logisch. Okay, Elisabeth, können wir dir irgendwie helfen oder so in die Richtung? Warte mal. Ich glaube, es gibt so ein Ritual, mit dem man so Geister wiederbeleben konnte. Ich kann mich ganz vage daran erinnern, dass es irgendwie sowas gab. Oh Gott. Elisabeth, sollen wir dich wieder aufstehen lassen? Und das würdest du für mich tun? Natürlich, kein Problem. Ich musste nur kurz wissen, was für eine Art von Geist es ist. Aber ich glaube es mittlerweile zu wissen. Es ist ein ganz normaler, gewöhnlicher, kleiner Geist. Aber es ist so, okay. Egal, pass auf. Wir müssen etwas machen, was wir machen müssen. Warte mal, was? Okay, was müssen wir tun? Ich werde dir bei allem helfen. Also, erstmal brauchen wir etwas, was ihr gehört. Hättest du vielleicht irgendwas im Haus, was wir von ihr nehmen könnten oder sowas? Irgendwas, was sie besessen hat? Elisabeth, gibt es hier irgendwelche Dinge in diesem Haus, die gehören oder so, oder was du schon mal berührt hast? Das letzte, was ich gegessen habe, ist ein altes Stück Pizza. Ein altes Stück Pizza? Oh, okay, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Oh Mann. Okay, gut. Pass auf, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir müssen jetzt was machen. Und zwar ein ganz besonderes Secret, womit ich mich natürlich super gut auskenne. Oh Mann, ich bin dir so dankbar, dass du das für meine Tochter tust. Ach, das ist doch kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Vor allem ich bin dir sehr dankbar, dass du auf diesen Trick reinfällst, du Vollidiot. Nein. Ich habe meinen Kamillentee getrunken. Ich muss meinen Hals schonen. Als allererstes muss ich mit dieser Pizza in ein Haus. Und zwar ein ganz besonderes Haus, wo wir etwas ganz Besonderes finden, was ganz besonders ist. Verstehst du das? Jawohl, ich habe besonders gut zugehört. Naja, irgendwie glaube ich dir das nicht, aber ist auch egal. Hauptsache, ich weiß, was wir tun. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt ganz schnell in dieses Haus hier uns ganz legal Zutritt verschaffen, indem wir höflich anklopfen. Klopfen? Das ist doch viel zu altmodisch. Ich klingel lieber. Genau, mach das. Nein, das machst du auf gar keinen Fall. Wir dürfen nicht die Anwohner aufschrecken. Denn sie würden sich erschrecken. Und ich kenne die Leute ja ganz gut, die hier wohnen. Die wissen sowieso. Ich meine, ich komme hier jeden Tag ein und aus. Und wir brauchen ihnen ja nicht auf den Keks zu gehen, weißt du? Aha. Ist auf jeden Fall auch nicht so wichtig. Das Einzige, worum es geht, ist um dieses komische Ding hier oben. Komm mit hoch! Und hier oben befindet sich etwas ganz Besonderes. Und zwar eine Kralle des Verderbens. Eine Kralle des Verderbens? Naja, eigentlich heißen die Dinger nicht so. Und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Krallen sind, aber ich nenne sie gerne die Krallen des Verderbens. Gut, komm mit auf jeden Fall. Wir müssen ab jetzt in die Kirche gehen. Und was wir mit diesen Dingern machen müssen, ist zur Kirche gehen und dort ein ganz besonderes Ding auslösen, was nämlich ganz besonders ist. Kommst du? Okay, warte. Wir brauchen auf jeden Fall ganz kurz eine Leiter, mit der wir hochklettern können. Und zwar genau die hier. Jawohl. Oh, verdammt. Oh, Mann.
So, auf jeden Fall kommen wir dann hier wieder... kommst du hoch? Okay, so. Auf jeden Fall, hier oben müssen wir dann den Knopf an der Kirchenglocke drücken. Denn hier ist ein ganz spezieller versteckter Knopf. So, upsala, jetzt habe ich da eine Leiter hinplatziert. Das wollte ich auf jeden Fall nicht tun. Und dann stellen wir uns hier hin. Komm mit. Wir glocken einmal die Leute. Und dann... ich meine natürlich die Glocke läuten. Und dann gehen wir hier auf diesen seltsamen, komischen... Punkt, okay. Hier unten ist sogar noch ein Foto von Mr. Brookhaven auf jeden Fall. Der mysteriöse Gründer von Brookhaven. Und der hat nämlich die Macht, um Leute wieder zum Leben zu erwecken. Und zwar mit der Macht dieser Pizza, die ich gerade angegessen habe. Upsala. Faszinierend, was hier alles in der Bibel drin steht. Da steht drin, ich bin ein Kamel. Und damit spreche ich die Heiligen... Was? Moment, wo steht da drin, dass du ein Kamel bist? Also zumindest glaube ich, dass das da drin steht. Ich kann nämlich nicht lesen. Wie dem auch sei. Gut, auf jeden Fall. Komm mit. Wir müssen uns jetzt hier hinstellen und gemeinsam das Ritual aussprechen. Okay, pass auf. 3, 2, 1. Ich liebe Suppe! Ich liebe Suppe! Okay. Oh Mann, du hättest dich wirklich mal sehen müssen. Du hast mir den Quatsch wirklich abgekauft. Was? Nein, Quatsch. Ein richtiger Zauberspruch hört sich doch nicht so dumm an wie ich liebe Suppe. So, da könnte man ja versehentlich einfach zaubern oder so. Nein, der richtige Zauberspruch hört sich viel seriöser an. Das ist nämlich... Das hört sich eher an nach einem Schlagbohrer. Das mag sein. Und dann drücken wir noch den Knopf und gehen auf jeden Fall hier oben hin. Denn mit der Macht, der Kraft, der Macht und der Kraft, der Macht und der Macht, der Kraft... fallen wir auf den Boden zurück. Okay. Aua! Okay, wir müssen auf jeden Fall schnell wieder zurück zur... Oh, Mann. Schnell wieder zurück zur Tochter von dir. Okay, los geht's! Oh, Mann. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert hat. Ich habe dieses Ritual schon sehr lange nicht mehr gemacht. Keine Ahnung, ob das klappt. Oh, gut. Es scheint funktioniert zu haben. Ausgezeichnet. Oh Mann, jetzt kannst du auf jeden Fall wieder deine Tochter sehen. Komm mit. Sie müssen jetzt genauso aussehen, wie sie damals auf jeden Fall ausgesehen hat. Und hey, wie geht's dir, Elisabeth? Elisabeth? Oh, schön, dass ihr beiden wieder da seid. Warte mal ganz kurz, Elisabeth, so sahst du damals doch sicher nicht aus. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben, es tut mir furchtbar leid. Ich werde das Ritual nochmal machen, ich... Nein, Sadie, du hast alles ganz genau richtig gemacht. Warte, Moment, was? Dann war das deine Tochter? Meine Tochter! Du kannst jetzt mit dieser doofen Rolle aufhören, weiße Eule. Ach, komm schon. Es hat so viel Spaß gemacht, ihn an der Nase herumzuführen. Warte, Elisabeth Skull. Oh mein Gott, ihr arbeitet beide für... Boom, das nenne ich einen dramatischen Auftritt. Yeah! Für die Polizei von Brookhaven. Ach so, nein, es ist Iron Skull. Ach, Mann. Vielen Dank, Sadie. Mit deiner Hilfe hast du meine Frau wieder zurückgeholt von den Toten. Oh, ich hab dich so vermisst, Schatz. Schön, dich endlich mal wiederzusehen. Es ist auch schön, dich wiederzusehen, meine Liebe. Du hast deinen Auftrag gut gemacht, weiße Eule. Du kannst dich jetzt zurückziehen. Alles klar, bis dann, ihr Loser. Oh, Mist, das ist das Hinterzimmer. Ich, oh Mann, du hast mich ausgetrickst. Wow, das war ganz schön fies von dir. Oh, auch ziemlich smart, muss ich dir ganz ehrlich lassen. Du bist älter geworden und reifer und weiser. Oh, so viele Komplimente. Vielen Dank. Ich danke dir, dass du mich wieder zurückgeholt hast, Sadie. Deswegen werden wir dir heute noch nichts antun. Aber mach dich drauf gefasst. Du wirst uns schon bald wiedersehen. Schatz! Ja, ich habe deine Lieblingskräuterpommes eingepackt, kein Problem. Ach gut, danke schön. Dann lass uns mal hier abhauen aus diesem Loch. Hier, bitteschön. So, los geht's. Auf zu neuen Schandtaten. Oh, verflucht. Verdammt, jetzt habe ich eine neue große Bedrohung nach Brookhaven geholt. Oh Mann, was wohl du daraus werden wird. Das sehen wir in der nächsten Folge von Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, unten auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Und was ist jetzt mit mir? Ich finde den Ausgang nicht. Och, Mann, ey.